It doesn't matter until it matters. And now it matters. Es spielt keine Rolle, bis es eine Rolle spielt. Und jetzt spielt es eine Rolle. Vielleicht könnte man den heutigen Handelstag so zusammenfassen. Es ist ein roter Montag. Es geht auf breitester Front in fast allen Assetklassen nach unten, ob Kryptowährungen, Rohstoffe oder eben Aktienmärkte. Und das unter sehr saftigen Volumen. Etwa an der Wall Street ist das Handelsvolumen nach den ersten 1,5 Stunden schon höher als an gesamten Handelstagen zwischen dem 30.08. und dem 9.09. Also da ist was am Start. Das sind auch noch die Nachwirkungen des großen Verfalls am vergangenen Freitag. Da ging es ja auch schon bergab mit die Kurse. Was ist da los? Warum passiert das alles? Das will ich in diesem Video ein bisschen beleuchten. Buy the dip. Sie wissen ja, als eingefleischter Bulle stelle ich mir immer die Frage, ja, wann kannst du den Rücksetzer kaufen? Ja, und du konntest ihn ja immer kaufen, wie der Franzi sagen würde, buy the dip, always, immer. Naja, das ist schon Weihnachten und so war ja aufgrund dieses Vertrauens in die Notenbanken eigentlich ein permanentes Weihnachten, aber irgendwann ist Weihnachten vielleicht dann auch mal vorbei und dann kommt so diese nachweihnachtliche Depression. Mohamed El-Erian hat heute Morgen schon in einem Tweet die Frage gestellt, ja, wenn wir jetzt die Futures 1% im Minus sehen, dann wird sich eben die Frage stellen, dann wird der Test gemacht, ob dieses Buy the Dip, There is no Alternative, FOMO, Fear of Missing Out, ob diese Narrative denn alle noch so wirklich in Kraft sind. Und für heute zumindest muss man die Frage erst einmal mit einem Nein beantworten. Aber es gibt natürlich Hoffnung für Bullen wie mich. Denn es könnte bedeuten, dass die Fed natürlich dann ein bisschen vorsichtiger wird mit Aussagen in Sachen Tapering. Und es kann ja die Welt zusammenbrechen, es kann die Apokalypse eintreten. Wenn die Fed sagt, wir werden weiter Liquidität in den Markt pumpen, dann steigen die Aktienmärkte. Da ist man schmerzfrei und Aktienmärkte in letzter Zeit ja durch dieses Notenbank-Doping ohnehin so ein bisschen, wie soll man sagen, desensibilisiert für bestimmte Risiken. All die Risiken, die da sind jetzt mit Evergrande, die waren ja vorher auch schon da. Es hat nur nicht interessiert. Eben, es spielt erst eine Rolle, wenn es eine Rolle spielt. Und jetzt spielt es eine Rolle. Und wir wollen uns mal anschauen, welche Rolle das spielt. Zunächst mal, die großen Wall Street Banken haben ja unisono eigentlich schon vor einigen Tagen gesagt, ja, also jetzt ist mal eine Korrektur fällig, 5-6%. Morgan Stanley geht weiter und sagt, Stanley Wilson hoch angesehen, ja, das könnte schon ein 20-prozentiger Rücksetzer mal werden. Sie erinnern, oder die ganz Alten unter Ihnen erinnern sich ja noch an den letzten 5% Rücksetzer. Da sind Sie aber mindestens schon in Rente, wenn Sie sich daran noch erinnern können. Also es ist nie passiert, buy the dip hat immer geklappt. Den Notenbanken und ihrem Sicherheitsnetz, ihrem angenommenen Sicherheitsnetz, sei Dank. Aber jetzt haben wir ein anderes Phänomen und das ist schwer einzuordnen für westliche Beobachter. Und das Grundproblem ist vielleicht, dass Evergrande ja nur ein Symptom ist, also praktisch die Spitze des Eisberges, nicht die eigentliche Ursache. Es ist der Auslöser dieses Ganzen, aber nicht letztendlich die tiefere Ursache, sondern die tiefere Ursache ist einerseits die Blase am US, nicht am US, am chinesischen Immobilienmarkt und andererseits ist dieses Vorgehen, dieses Deleveraging, was Peking ansteuert, also diese Enthebelung, die ist eingebettet in einen Kontext, der viel größer ist. Hier ein Artikel auf Forex Live, der das sehr gut auf den Punkt bringt, wie ich finde. Das wirkliche Risiko ist, dass China nicht nur seinen Immobiliensektor umkrempeln will, sondern seine gesamte Wirtschaft und auch seine gesamte Kultur. Wir müssen das einordnen in diese Bestrebungen von Xi Jinping, back to Mao. Lasst uns zurückkehren zu den Wurzeln des Kommunismus. Lasst uns die Unterschiede einebnen im Wohlstand der Bevölkerung. Deswegen müssen wir die chinesischen Tech-Konzerne deckeln. Deswegen müssen wir zurückfinden zur Tugend. Das ist so eine Art Kulturrevolution, die da stattfindet. Da werden ganze Sektoren abrasiert oder eben begrenzt. Und das ist in diesem Kontext mitzusehen, diese Aktionen gegen den Immobilienmarkt, die nicht nur stattfinden jetzt eben gegen Evergrande,
dass er ein massives Problem hat, sondern es geht darum, dass dieser ganze Immobiliensektor hoch gehebelt ist und Peking weiß, das kann so nicht weitergehen, da müssen wir enthebeln. Und dann steht man vor der Frage, ja, wie kriege ich diese Enthebelung hin, ohne dass die Blase platzt? Und das ist diese Gratwanderung, in der Pekings Machthaber jetzt sind, dass man eigentlich kontrolliert Luft aus einer Blase rauslassen will. Und die Frage ist, geht das physikalisch oder kommt es dann zu einem Unglück, kommt es dann zu einem Dominoeffekt, der gar nicht mehr zu stoppen ist? Wir sehen das jetzt auch in anderen Bereichen. China etwa, so berichtet die South China Morning Post aus Hongkong, das einigermaßen noch am freiesten agierende Medium vielleicht in China. Dort berichtet man, dass jetzt Peking auch sich ganz genau anschaut, was bei den Lokalverwaltungen in der Provinz in China passiert, denn da sind diese sogenannten LGFVs, das sind die Vehikel, mit denen Lokalverwaltungen eben auch Schulden aufnehmen und oft selber am Immobilienmarkt, am chinesischen, spekulieren, damit Geschäfte machen. Und diese Herrschaften sind auch gehebelt, aber das sind im Prinzip lokale staatliche Organe, wenn man so will. Und die Frage ist vor allem, und das zeigt hier der untere Artikel von Bloomberg, warum ist Peking so still? Warum kommt da nichts in Sachen Rettung, zumindest irgendwie Beruhigung? Kaum jemand fürchtet, dass Evergrande jetzt plötzlich total kollabiert. Ja, also das ist wohl die Mehrheitsmeinung. Alle sagen, ja, früher oder später wird Peking schon interagieren. Aber man hat so ein bisschen Panik, weil praktisch jetzt noch keine Aktion gekommen ist, weil keine positiven Aussagen gekommen sind aus Peking, dass man da etwas tun will. Im Gegenteil, wenn wir uns heute mal einen Artikel in der Global Times anschauen, ein Organ der Kommunistischen Partei und mit Sicherheit jetzt nicht gerade ein Sprachwort der Opposition, sondern dürfte da genau auf dieser Linie liegen. Und da sagt man, trotz dieser Marktspekulationen, dass die Regierung schon Evergrande da ausbailen wird, da ist die Wahrscheinlichkeit dafür wachsend gering, increasingly slim, also praktisch mit einem schlechten Ausblick versehen. Und das ist genau der Punkt. Hier hat man sogar sich berufen auf Gespräche mit chinesischen hohen Funktionären, die sagen, also wir werden das eher nicht tun. Unten in der Grafik, meine Damen und Herren, sehen Sie mal die Verkäufe von Häusern in China. Und hier sehen wir, da sind wir geradezu kollabiert im Vergleich zum August des Vorjahresmonats. 20% beträgt der Abfall. Also das bedeutet eben, wir haben es mit einer typischen Blase zu tun, wie sie eben damals auch am US-Immobilienmarkt der Fall war. Ich hatte heute Morgen schon gesagt, dass Evergrande wie andere Immobilienentwickler teilweise Land gekauft hat, deutlich über dem eigentlichen Marktpreis, und diese Risiken, die man sich da eingefangen hat, aber wunderbar weitergeben konnte an die finanzierenden Banken, respektive an die Kunden, die diese Wohnungen, die dann dazu bauen waren, faktisch vorfinanziert haben. Und jetzt herrscht eben in China auch die Panik von denjenigen, die da in Vorkasse gegangen sind. Und in China geht das immer über Vorkasse, wenn man sich eine Wohnung kauft, dass man da sein Geld nicht mehr sehen wird. Und das dürfte jetzt dazu führen, dass wir eine Kaskade von Notverkäufen sehen auf breitester Front, dass auch Konsumenten möglicherweise versuchen, diese nicht fertig gebaute Wohnung irgendwem aufs Auge zu drücken zu einem Discountpreis. Hauptsache, man kriegt irgendwo noch Geld. Da liegt sozusagen die Spirale, die Abwärtsspirale, die hier droht, die da zu fürchten ist. Und Abwärtsspirale, die trifft auch schon ein anderes Unternehmen, Scenic. Das ist auch ein Immobilienentwickler in den im Bereich der Mitte, 88% tiefer gehandelt heute in Hongkong. Das muss man sich mal vorstellen. 88% verloren an einem einzigen Handelstag. Da dürften Notverkäufe von Aktionären, die sich enthebeln mussten, offenkundig eine große Rolle spielen. Aber kommen wir jetzt mal zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren, in den USA. Wie gesagt, es geht zur Sache. Starkes Handelsvolumen. Die US-Indizes so zwischen 2%, Dow Jones, 2,5% Nasdaq und 3% Russell 2000 im Minus. Der DAX auch an seinem ersten Handelstag mit 40 Aktien deutlich unter Druck, über 2% verloren. Also es rumpelt ein bisschen. Da muss der DAX jetzt eher sich in Richtung der 15.000er als an der 16.000er Marke orientieren. Und dass dem so ist, dass es so rumpelt in den USA, das liegt sicherlich auch an den Optionen. Da stehen viele Long gehebelt im Markt und wir sehen, dass hier etwa diese Single Stock US Options, also praktisch Optionen auf Einzelaktien, inzwischen
den Faktor 1,4 haben gegenüber dem Underlying Stock Trading. Das heißt, wir sehen, dass der Optionshandel zunehmend dominant ist und wie gesagt, die Leute sind gehebelt und wenn diese Hebelung funktioniert, weil fast alle long sind und die Kurse eben und die Märkte steigen, dann ist ja alles schick, aber wenn eben das nicht funktioniert, dann geht eben die Hebelung auch ins Gegenteil und dann kommt sehr schnell der Margin Call und das ist jetzt die Gefahr, die ich sehe für die Märkte in den USA, denn alle sind auf der Long-Seite positioniert. Das ist relativ absehbar. Wir sehen, dass hier zum Beispiel Flows into Global Equity Funds, Nettozuflüsse, noch nie in der Form gegeben, in keinem Jahr der Geschichte, also in die Aktienfonds. Und wir sehen, wie die Bank of America hier unten in dem Chart zeigt, eine Monster-Reallocation von Cash to Stocks. Also da hat man praktisch vom Timing her zum richtigen Zeitpunkt nochmal das Cash, was man hatte, in die Aktienmärkte geparkt. Oder gepackt und die Retail-Investoren sind bis über beide Ohren letztendlich investiert und da droht natürlich dann ein Domino-Effekt. Und hier sehen wir, was Sven Henrik zeigt, dass wir sowohl beim Spider, also beim maßgeblichen ETF auf den S&P 500, aus diesem seit im Grunde langem bestehenden, seit der Erholung aus dem Tiefpunkt der Corona-Krise bestehenden Aufwärtstrend rausgefallen sind. Auf der einen Seite, das sieht man hier oben in dem Chart, und unten sehen wir den Sprung des VIX über seine lange Abwärtstrendlinie, nämlich über die Abwärtstrendlinie, die besteht seit das Hoch erreicht wurde im März 2020. Der VIX steigt ja in der Regel, wenn die Aktienkurse fallen und andersrum. Jetzt aber stellt Zero Hedge die sicherlich nicht unberechtigte Frage, ja, um wie viel Uhr kommt denn dann das Gerücht, dass Peking Evergrande ausbailen wird? Das dürfte mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit kommen, früher oder später, da wird es dann Meldungen geben, ja, also ich habe gehört, oder dass Peking gesagt hat, etc., etc. Jetzt ist in China, Festlandchina, ja auch morgen noch ein Feiertag, so wie heute. Rüdiger Born hat mir gesagt, oder hat gesagt in seinem Video, es handelt sich um das Mondfest, okay. Das Titelbild zu diesem Video ist ein roter Mond, passt ja wunderbar. Jedenfalls dürfte das dann natürlich eine technische Gegenreaktion auslösen. Wenn so etwas kommt, dann kann es auch wieder heftig nach oben gehen, zumal wir natürlich jetzt auch im kurzen Zeitfenster doch relativ überverkauft sind. Man muss also die Ebenen trennen. Da ist auf der einen Seite das kurze Zeitfenster. Da sind die Parameter schon ziemlich ausgeschossen, ziemlich ausverkauft. Der Markt aber übergeordnet. Da ist eben noch wahnsinnig viel Potenzial auf der Longseite, was irgendwann abrasiert werden kann. Wenn wir also diese Zeitebenen mal unterscheiden, dann könnte es durchaus sein, dass wir eine deutliche Erholung sehen der Märkte. Dass wir aber dann in der Folge wieder eben so einen Rücksetzer sehen, dass das Ganze noch nicht vorbei ist. Dass dann eine zweite Welle nochmal kommt. Wir werden sehen, wie es passiert. Ich habe ja auch keine Glaskugel, auch wenn ich mich natürlich darum bemühe und bei Markus Koch an prominenter Stelle meine Glaskugel stehen habe. Sie erinnern sich vielleicht an Boom und Bust mit der Folge von Markus Koch. Okay, aber jetzt dieses bullische Narrativ, das mir natürlich am Herzen liegt, meine Damen und Herren. Wir hatten heute den zweitgrößten Downtick in der Geschichte des US-Aktienmarktes gesehen. Mithin also, das Volumen der Aktien, die verkauft werden, ist nur einmal so groß gewesen, wie es heute der Fall war. Das war auch in diesem Jahr. Also wir sehen, da ist durchaus ist da was los. Ja? Also da ist Action am Markt. Man könnte sagen, endlich, dass zumindest mal wieder was los ist. Diese langweiligen Märkte, für die sich keiner interessiert, sind ja auch irgendwie nicht des Rätsels Lösung. Also es wird jetzt wieder spannender. Es kommt jetzt vielleicht auch für Trader aufs Können an und nicht nur auf Buy the Dip blind und da kann jeder Idiot sozusagen Gewinne erzielen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Und apropos Idiot, wir sehen, dass Bitcoin unter Druck ist. 8% ging es da nach unten. Kryptos, Ethereum unter 3000 Dollar. Die These der Bitcoin-Fans, und ich habe sicherlich nichts gegen Bitcoin, bin ein Fan dezentraler Währungen, aber eben nicht überzeugt wie andere, dass Bitcoin, etwa Cathie Wood sagt, dass ja auf 500.000 Dollar schießen wird. Die These ist ja, das ist sozusagen das ultimative Kriseninstrument. Das ist aus meiner Sicht nicht so. Und wir sehen, Bitcoin, Kryptowährungen sind risky Assets, sind Assets, die von der Liquidität profitieren. Und wenn die Märkte fallen, dann geht es tendenziell auch mit den Kryptowährungen nach unten. Es ist eine Frage der Liquidität. Jetzt hat Nayib Bukele, der Präsident del El Salvador, der ja
ein bekannter Bitcoin-Fan ist und auch für den Staat San Salvador oder El Salvador, nicht San Salvador, El Salvador Bitcoins kauft, der sagt, they can never beat you if you buy the dips. Also da sehen wir diese leicht religiöse Veranlagung. Es hätte noch einmal gut gegangen. Die Homebuilder, um jetzt mal wieder auch auf das Thema Inflation, Lieferengpässe, Lieferkettenengpässe, so muss es heißen, zu kommen. Hier sehen wir den führenden Homebuilder in den USA, nämlich Dr. Horton hat jetzt einen Ausblick für das vierte Quartal gesenkt, weil man sagt, wir haben schlichtweg teilweise nicht die Materialien, um bauen zu können. Also Lieferkettenengpässe, Materialmangel, das sind die großen Themen. Und vielleicht noch ein Abstecher nochmal zur Fed. Hier ist es ja so, dass die Herrschaften Kaplan und Rosengren und auch letztendlich der Jerome Powell ja ziemlich aktiv an den Märkten sind. Und wenn man sich mal die Fed-Statuten durchliest, dann sehen wir, dass eigentlich hier zum Beispiel ganz klar gesagt wird, den Fed-Mitgliedern ist verboten, using their position as directors, including their access to Federal Reserve officials, for private gain, für private Gewinne. Der LSV-Chef Rosengren hat jetzt auch gesagt, boah, ich baue auch mal ab und zu Short und es tut mir wahnsinnig leid. Also das ist schon ein bisschen heftig. Robert Kaplan ist jetzt von Sven Hendrik zum Trader des Jahres 2021 ausgerufen worden, weil er ja kürzlich gesagt hat, ich werde jetzt mein gesamtes Portfolio verkaufen, weil es ja ein bisschen schwierig ist mit meinen Positionen und ich als Fed-Mitglied. Also da hat er alles richtig gemacht, zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Wir haben auch hochintelligente EZB-Mitglieder, etwa Isabel Schnabella, die gesagt hat, ja, also das wäre jetzt natürlich viel zu früh, die Geldpolitik zu straffen. Und ich bin froh, dass die Inflation nach oben geht. Und das ist genau innerhalb unserer Prognosen. Ne? Also ganz sicher innerhalb der Prognosen. Ich habe mir die Prognosen mal angeschaut und muss sagen, also Frau Schnabel, da haben Sie ein kreatives Zahlenverständnis. Ja, Gratulation, das muss man erst einmal schaffen. Und Kasach, auch von der EZB, hat auch gesagt, ja, ich bin froh, dass die Inflation nach oben geht, gell? Also da sind wir richtig froh, dass die Inflation nach oben geht. Und die Inflation geht nach oben und wird wahrscheinlich sehr dauerhaft nach oben gehen oder zumindest die nächsten Monate nach oben gehen, weil die Energiepreise weiter nach oben gehen. Eine Folge auch der Regularien der EU. Hier sehen wir, dass in UK etwa Energy Companies praktisch schon vor dem Ausstehen gerettet werden müssen durch den britischen Staat. Und Ähnliches könnte auch hier in Deutschland drohen. Energiekrise, Ideologie versus Physik, so dramatisch ist die Lage. Heute ein Artikel von mir mit einem Video eines Menschen, eines Bayern, ich hoffe, Sie verstehen den Dialekt, der gezeigt hat, was da eigentlich der Fall ist, finde ich sehr sehenswert. Schauen Sie sich das mal an, denn da sieht man, dass letztendlich ideologische Motive, nämlich wir müssen den Klimawandel schaffen, ist ja alles okay, ist ja alles richtig, nur wenn ich dann meine ganze Industrie kaputt mache, wenn ich dafür sorge, dass die Inflation nach oben schießt, weil Energie so teuer wird, dass sich viele das gar nicht mehr leisten können, dann habe ich auch nichts gewonnen. Das werde ich Ihnen unter das Video hier wieder verlinken, würde mich freuen, wenn Sie sich da mal kundig machen, wenn Sie diesem bayerischen Herrn da mal zuhören, der da durchaus Interessantes zu erzählen hat. Das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben die Spitze des Eisbergs gesehen. Es wird sicherlich dann die eine oder andere technische Erholung geben. Mit dem Gerücht, Peking wird alles retten. Buy the dip kann funktionieren. Ob es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten funktioniert, we will see. Ich wünsche einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.